Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Orpha und ich möchte jetzt mit dir zusammen ein Orakel-Reading legen. Und zwar für das Tierkreiszeichen des Löwen. Oder beziehungsweise, wenn du dich angesprochen gefühlt hast von dem Thema, von dem Titel, der in der Beschreibung jetzt steht und den ich jetzt noch nicht kenne, dann bist du hier natürlich auch richtig. Ja, wir schauen einfach mal rein. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich habe die Karten natürlich noch nicht gesehen. Ich habe sie ausgelegt. Weil das dauert relativ lange und die Akkuzeit sparen wir uns an der Stelle einfach. Und ja, ich lege mit dir diesmal das Haus des Lebens. Das schaut in verschiedene Lebensbereiche so ein bisschen rein. Das heißt, es kann sein, dass du ein Hauptthema hast, was sich in alle Lebensbereiche reinzieht. Aber es kann auch sein, dass sich jetzt hier verschiedene Themen und verschiedene Aspekte der einzelnen Lebensbereiche so ein bisschen zeigen. Das heißt, natürlich hängt alles ein Stück weit zusammen, aber je nachdem, wie du aufgestellt hast, ist eins sehr tragend. Oder wir sehen halt verschiedene Dinge, die zusammen spielen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ich würde sagen, genug der Vorrede, wir legen direkt los. Das Haus des Lebens. Los geht's. Meine zweite Kamera. Also, erste Position bei mir ist die Hundehütte. Und hier spreche ich von deinen tierischen Begleiter sozusagen. Du kannst diesen natürlich auch so in dein Feld ziehen und ja, anrufen sozusagen als tierischer Begleiter. Aber hauptsächlich meine ich da tatsächlich mit einer Energie für diesen Prozess, der sich jetzt hier aufzeigt, der dir dienlich ist, beziehungsweise auf den du achten darfst, mit dem du dich verbinden darfst. Das zeigt sich jetzt dann halt, was es genau ist. So, und wir haben hier, ich zeige es mal hier rein, wir haben hier das Krokodil. Und bei dem Krokodil fällt mir auf, dass in dieser Karte, bei dieser Karte ist das hier so ein bisschen im Dunkeln unterwegs. Ja, sieht so ein bisschen düster aus. Aber was von den Eigenschaften hier, glaube ich, tragend ist, ist, dass das Krokodil natürlich sich im Wasser aufhält. Und wenn wir das beziehen auf die Elemente, ist das Wasser ja das Element der Gefühle. Also es kann weit abtauchen und bewegt sich durch dieses Meer der Gefühle oder diesen See der Gefühle. Und zudem hat es auch die Eigenschaften, dass es blitzschnell zuschlagen kann und dass es ansonsten eigentlich eher eine abwartende Haltung ist. Ne? So, so. So ist das also. Also, diese Energie begleitet dich jetzt hier. Und in der nächsten Position steht an der Eingang zu deinem Haus. Das heißt, was bringst du jetzt mit? Wo stehst du jetzt, was du jetzt dieses Thema oder diese Themen quasi mitbringst? Okay, und da haben wir das Equilibrium, also der Tanz der Liebe. Mach ich das hier rein oder mach ich das da rein? Ich probiere es mal so. Also den Tanz der Liebe, dieses fröhliche und ja, das ist sehr vollständig. Also diese Karte ist so für mich die schöne Beziehungskarte irgendwie. Ja, also das ist die Wunscherfüllung irgendwie so ein Stück weit in der Beziehung. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Schmerz und auch so diese Kompensation. Ja, also derjenige gibt sich ja hier ziemlich klar den Schuss, ne? Und ja, das heißt natürlich, dass hier ein Ungleichgewicht mitgebracht wird in diesem Thema. Wir haben noch zwei weitere Karten. Aha, und da haben wir noch die Mutter des Wassers, auch die Gefühlsebene und Repletion. Und was bei der Karte auffällt, dass es natürlich um Wasser geht, um viel Wasser geht. Und für mich sieht es auch sehr klar aus, das Wasser, es ist still. Also dieses Equilibrium, diese Karte, ja, das hat so viel Bewegung, das ist so die Komposition, dieses Spiel der Gefühle, das Flirten, die Romantik, dieses Dasein, dieses Leben. Und hier ist das sehr ruhig angezeigt, ja. Und das ist wohl das, worum es jetzt hier im ersten Schritt geht, ja. Gut, wir schauen erstmal weiter. In der nächsten Position haben wir, was möchte denn jetzt gekocht werden? Also welches Gericht will jetzt eigentlich zubereitet werden, so nach dem Motto? Und welche Energie quasi jetzt zum Vorschein kommt? Da haben wir einmal das Orphan, das Waisenkind, ja, und den Samariter, ja. Und das zeigt mir zum einen, dass du
in deiner, auf deiner eigenen Welt so ein Stück weit sitzt. Also du bist zwar geprüft darin zu überleben sozusagen, auf dich allein gestellt zu sein, unabhängig zu sein, aber auf der anderen Seite bist du halt auch allein. Und auf der anderen Seite, also ich meine, die sind ja sehr, diese Bilder hier haben ja auch einen starken Kontrast irgendwo. Ist hier so diese sind hier die zwei, die sich die Hände reichen, ja? Hier geht es natürlich auch darum, dass man sich gegenseitig hilft, ja? Ja, dass man sich gegenseitig die Hände reicht. Das ist wohl so das Thema, dass man raus aus diesem Alleingang geht und rein in das Teamwork sozusagen. Also so in diesen Konsens würde ich das darauf münzen, definitiv, ja? Genau. Weiter geht's im Takt und zwar mit der nächsten Position. Was möchte dafür gelernt werden? Und hier haben wir die Authentizität. Da kommt die Karte True Love, come to me. Also wahre Liebe. Ja, es geht ganz klar um die Liebe, die Beziehung, die Romantik. Das ist ja wohl offensichtlich bisher schon gewesen. Und Fertility, also tatsächlich auch die richtigen Samen setzen, ja, also diese Fruchtbarkeit, also nachhaltig, wirklich, ja, die richtigen Samen setzen, wirklich, dass wir das dann später ernten können, was wir auch haben wollen, ja. Dass wir selbst auch in diese Fruchtbarkeit reinkommen, ja, in eine authentische Art und Weise. Und das möchte hier rauskommen, offenbar. Wie es sich ja hier zeigt, bist du noch in der Beziehung so, dass du hier kompensierst, dass du das eigentlich gar nicht so richtig zulässt, diese Wasser hier noch so still sind, obwohl du eigentlich da schon ein Schrittchen weitergehen könntest. Ja, so. So, als nächstes schauen wir in deinen Keller rein. Was ist denn da für ein Gerümpel und was für Lichtblicke oder beziehungsweise was würde dir denn das Licht einschalten? Was haben wir denn da? Dann schauen wir erstmal überhaupt, welches Thema im Keller liegt. Aha, wir haben die Tochter der Erde. Dann so das Spiel mit dem Feuer und der Eremit. Also schon wieder hier passend zu dem Orphan, also zu dem weißen Kind, ja. Derjenige, der hier den Alleingang vorzieht, weil, so wie ich das wahrnehme, die Erdung mit einer Person in der weiblichen Energie, das kann jetzt unabhängig davon, ob du ein Männchen oder ein Weibchen bist und was du dir gegenüberstellst, aber es geht darum, dass diese weibliche Energie, diese empfangende, geerdete Energie, also wirklich, dass man im Materiellen, in der festen Beziehung, im Zusammenleben ist. Und zwar, ja, dass dir das zu anstrengend ist, mit dieser Person zu handeln auf der Ebene, ja? Oder mit dieser Person, mit dieser Energie zu handeln auf der Ebene, so kann man es eher sagen, ja? Also deswegen ziehst du diesen Alleingang vor, weil diese Verbindlichkeit dir zu heikel, das ist so eine heiße Angelegenheit. Das könnte natürlich bedeuten, dass man arbeiten muss an der Beziehung, dass es zu Komplikationen führen kann, dass man sich die Finger verbrennen kann, ja? So, lauter solche Sachen. Das ist das, was dich ja so ein bisschen zurückhält, ja? Wir schauen mal in dein Gerümpel rein. Ah, da haben wir das Überleben. Also wieder versuchst du dich hier irgendwie zu schützen, obwohl du eigentlich eine Begabung hast. Auch das zu heilen, ja, wenn es dazu kommt, dass man mal aneckt, dass es mal reibt, ja, bist du eigentlich in der Lage, das aufzunehmen, umzuwandeln, ja, und ja, da solltest du hinschauen, weil du hast dann somit eigentlich auch alle Werkzeuge beisammen sozusagen und musst dich gar nicht verstecken vor deinem Licht, ja, also es ist nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst eventuell, ne? Und da darfst du halt auch einfach diese Kraft entwickeln, um diese Begabung rauszulassen, damit halt umgehen zu können. Als nächstes haben wir hier den Krieg und die Boshaftigkeit, ja, die Reibung im inneren Zirkel, ja. Das ist so, da hast du keine Lust, dir die Pfoten zu verbrennen. Da kommt schon wieder die Begabung raus, das ist ja interessant. Und hier jetzt im Zusammenhang mit der Freude. Also im Endeffekt gibst du hier mehrere Qualitäten zeigen sich jetzt hier, ja. Auf der einen Seite hast du die Begabung, einen harmonischen Umgang zu pflegen. Nur wenn es dann zum Stress
zur Stresssituation kommt, schlägst du gerne um und dann gibt's auf die Schnauze, ja? Und das ist halt uncool, weil das blockiert auch auf der anderen Seite so ein Stück weit diese Begabung, in dieser Freude zu sein und diesen freudigen Modus halt zu leben, weil das eine schließt das andere irgendwo aus, ja? Und da musst du verstehen, dass dieses Sticheln, diesen Machtkampf, der da ausgetragen wird, das ist dieser Überlebenskampf, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sich behaupten, sonst kommt man zu kurz. Das ist ein Irrglaube irgendwie an der Stelle, ja. Da wäre es wichtiger, oder vielleicht ist es tatsächlich dann so, wenn du das zulässt, ja, aber es wäre wichtiger hinzugehen und den Modus, den Zusammenleben-Modus, geht ja jetzt hier um das Geerdete, um das Zusammenleben tatsächlich, ja, dass man den irgendwie reguliert. Und da ist es wichtig, den Harmoniemodus natürlich höher zu halten als den Stressmodus. Ja? Und darum geht es einfach, dass du einfach versuchst, nicht alle blöden Muster auszuradieren, so in dem Sinne, dass du da irgendwelche Lösungen für findest, sondern dass du einfach dafür sorgst, dass der Harmoniemodus überwiegt zu dem Kackmodus. So, das wäre so der einfachste Weg, weil das ist hier, wird ja als diese starke Begabung angezeigt, dass du hier diese Freude haben kannst, dass du auch hier damit in diese Heilung kommen, also diese Heilung vorantreiben kannst über diese, ja, reflektierende, kommunikative Ebene, ja. Sehr interessant an der Stelle. So, wir schauen mal weiter. Ich lege das mal hier hin. Mach ein bisschen Platz. So. Wir schauen mal weiter. Wir haben in der nächsten Position haben wir die Berufung, beziehungsweise ja, die Finanzen, so das. Mal schauen. Oftmals fällt hier auch so ein bisschen was noch mit dem Thema zu tun hat, aber wir gucken mal. Erfolg ist mein natürliches Geburtsrecht. Also das ist jetzt wirklich schon oft gefallen in den Readings. Ja, das solltest du dir natürlich auf die Fahne schreiben. Erfolg natürlich in jedem Thema. Wenn du den Erfolg ansteuerst, dann kriegst du den auch. Klar musst du eventuell Baustellen bearbeiten, Gerümpel wegräumen, aber wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, dann kommst du da auch hin, ja? Ja, ich folge dem Weg der Gedanken, die sich gut anfühlen. Das wäre so der Hinweis, wie du diesen Erfolg ansteuerst, wie ich es ja gerade schon gesagt habe irgendwo. Ich will mit dem in Einklang stehen, was ich für gut halte. Also, dass du wirklich auch keine Kompromisse dann machst irgendwo. Oh, jetzt kommt nochmal tatsächlich auch ein Finanzthema. Das Thema Geld besteht im Wesentlichen aus zwei Themen. Da muss ich jetzt mal direkt hingucken. Ah ja, genau. Erst zum einen um das Thema Geld, viel Geld, oder um das Thema das Fehlen von Geld. Und das kannst du auf andere Lebensbereiche auch münzen, ja. Also hier ist, wie gesagt, nochmal so diese Geldkarte gefallen, ja. Das ist aber generell ein generelles, universelles Gesetz, ja. Du kannst deinen Fokus in zwei Richtungen lenken. Auf den Mangel oder auf die Fülle. Unabhängig von dem, wie du jetzt gerade stehst. Ich sage nicht, dass du dir eine Lüge erzählen sollst, aber ich sage, dass du eine Ausrichtung schaffen sollst, auf die du einfach deine Aufmerksamkeit legst. Nicht sagen, ja, ich bin total reich, wenn du jetzt nur noch ein Penning in deinem Portemonnaie drin hast. Das stimmt ja nicht, das wäre eine Lüge, ja. Dann zeigst du dir nur, dass du dich selbst verarschen kannst im Grunde, ja. Es geht darum, dass du eben es akzeptierst, dass du dann nur noch diesen kleinen Penning in der Mütze hast, aber sagst, okay, jetzt gucke ich aber, wie komme ich zu der Fülle? Und dass du den einfach vergisst sozusagen. Du sagst, es ist unwichtig, was ich jetzt in meinem Portemonnaie habe. Ich achte darauf, was ich will. Und da gehe ich jetzt hin. Ich laufe einfach auf das zu, was ich haben will. Und das bezieht sich natürlich auf das, was ich hier auch zeige, genauso auf alles, ja. Also nochmal eigentlich die Bestätigung zu dem, was ich jetzt vorher auch schon angedeutet habe oder ausgesprochen habe. Gut. Wir haben jetzt hier die Position, was ist deine Blockade, was hält dich unten in diesem Themenbereich und was würde dich zum Aufstieg, was würde dir zum Aufstieg verhelfen? Hier sind tatsächlich nur krasse zwei Karten gefallen. Oh, was hält dich unten? Die Last. Also du empfindest das als sehr belastend, dich damit auseinanderzusetzen anscheinend. Oder du, du richtest deinen Fokus auf das, was belastend ist an dieser Stelle. Und was, ja, teilen kommt daraus, ja. Was dich befreien würde, ist teilen, ja. Wenn du
einen Weg einschlägst, wie du deine Gefühle, deine Gedanken mit jemandem teilen kannst, ja. Dass du nicht klammerst in deiner eigenen Welt und dich da irgendwie in deinem sicheren Kokon, genau wie der da, in deinem sicheren Kokon befindest, sondern, also sicher, aber einsam und nicht erfüllst, sag ich mal, sondern dass du sagst, egal was für, ja, was für Baustellen, davon kann man gut reden, ja, was für Baustellen, was für Aufgaben auf mich zukommen und was für, mit welchen Dingen ich konfrontiert werde, ich lasse einfach das Gute wachsen und teile schöne Momente mit einem anderen Menschen, ja. Sehr, sehr eigenbrötlerisch, so ein Alleingänger, so ein einsamer Wolf hier, der Löwe, ne, der eigentlich auch sehr gerne in der Sonne, also ne, die Sonne für die anderen ist, aber ist natürlich schwierig, dann auch zu schauen, dass man diesen innersten Zirkel dann aufbaut. Also wirklich die Leute, nicht nur die dann schauen von außen, sondern wirklich dann andere ins Herz reinkommen zu lassen, ja, und dann wirklich immer noch so diese Strahlkraft zu haben, ja. Es geht ja auch darum, dass man dem anderen damit so ein Stück weit bemächtigt, ja, ermächtigt, auf dein Energiefeld Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, was für viele erschreckend sein kann, dass sie dann nicht mehr die Kontrolle über alles haben, sondern dass, ja, der andere kann dich, wenn der einen schlechten Tag hat, auch unfairerweise, worst case irgendwie, ne, mal runterziehen und dir den Tag vermiesen. Das könnte theoretisch passieren. Natürlich ist es jetzt so aufzubauen, dass ja, der grundlegende Trend ist, dass es schön ist, ja, dass wir Freude miteinander haben. Aber das ist ja genau der Punkt, dass du es schaffst und dass du ja, dich dieser Aufgabe auch annimmst, einen anderen Menschen zu integrieren in dein Feld, so dass der dir gut tut. Und darum geht es, ja, dass du deine Ausrichtung auf einen Menschen legst, der dir im innersten Kern gut tun würde, den erstmal anziehst in dein Leben. Und wenn der dann da ist, so mit ihm das Verhältnis heilst und bestärkst, dass du ihn einfach im Grunde genommen immer gerne um dich herum hast, dass er dir eigentlich nicht mehr dann diese Last ist, dieser Umgang, ja, vielleicht im Übergang, kompromissweise mal, ja, aber dass es dir im Endeffekt dann darum geht, zu teilen und somit auch gemeinsam zu wachsen. Weil dieser Mensch, wenn der dir gut tut, erweitert dich ja. Und du bist mit einem anderen Menschen, mit dem du so bist, ja, bist du mehr als allein. Das ist so. Ja, Punkt. Ja. Und dann beschränkst du dich nicht auf deine Einsamkeit, sondern dann erweiterst du dich auf, ja, auf dieses Teilen, auf diese Erweiterung, auf dieses Wachsen. Ja. So. Wir haben jetzt den Punkt der Vision, ja. Also deine Zukunftsvision kann auch natürlich mit der Berufung zusammenhängen. Wir schauen mal, was dir fällt. Ich habe jetzt hier einmal Check Your Timing. Das ist ein Indiz dafür, dass du das richtige Timing für Unternehmungen und für Kommunikation auch wählen solltest. Für, ja, dass du halt schlau sein solltest. Ne? Diese schamanische Kraft heißt auch, dass du diese Reflexionsgabe hast, zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich zum Beispiel zum Teilen und wann ist der richtige Zeitpunkt für mich, in meinen Schutzraum wieder zurückzugehen. Weil das bringt jetzt natürlich auch nicht, wenn du einfach alles aufmachst, sondern wirst du überrannt von neuen Emotionen, mit denen du eigentlich gar nicht handeln kannst, weil du es ja gar nicht gewohnt bist. Und dann machst du wieder komplett dicht und so, oh, das war aber eine schlechte Erfahrung, das machst du nie wieder. Blöd, ja, das ist kacke. Deswegen check das Timing, check den Moment, ja. Den richtigen Moment zu nutzen, wo du sagen kannst, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt fühle ich mich gut, jetzt mache ich auf. So. Hier kommt noch der Hinweis. Aber ich gucke nochmal weiter gerade. Ja. Also, hier kommt, das finde ich interessant. Hier kommt erstens mal der Hinweis, überlege dir, wie andere es tun würden. Offensichtlich bist du da mit deiner Imaginationskraft ein bisschen eingeschränkt bisher, sage ich mal. Und könntest ein bisschen frischen Wind gebrauchen.
Zum anderen sollst du gleichzeitig darauf zu hören, was deine Intuition auch sagt. Also du brauchst wirklich in deinem Mindset so ein bisschen frischen Wind hier. Und zwar von deiner eigenen Intuition und über die Überlegung, was würde mir ein anderer sagen, ja? Oder was würde ein anderer tun? Denn du sollst austreten aus deinem Dogmahaus, weil du hast hier irgendwie so ein krasses Selbstbild, so ein krasses Dogma, was dich hier. Witzig, wie das hier auch aussieht, ne? Der Typ, der irgendwie in so einer, seiner Hütte drin hängt, ja. Also das Dogma-Haus solltest du ablegen und dafür ist es wichtig, deinen Geist erstmal zu öffnen für neue Impulse, weil das, was dir dein Verstand aktuell zu gewissen Themen, die sich jetzt hier ja zeigen, dann musst du halt überlegen, auf welche Lebensbereiche das alles übergreift bei dir. Aber da bist du von deinem Verstand her in die Irre geleitet worden. Und das zu verstehen ist wichtig, weil damit erkennst du, dass alles, was du in deinem Verstand jetzt dazu auswertest, fehlerbehaftet sein kann. Ja? Dadurch, dass du halt diesen Hinweis auf das persönliche Dogma hier hast. Ja? Deswegen überleg dir, wie würden es andere machen? Ja? Die würden anders vorgehen. Und dann überlege dir, warum fühle ich da falsch? Warum denke ich da falsch? Was ist denn da, ne? Was ist denn da falsch bei mir? Beziehungsweise, also was ist denn da falsch bei? Was hat sich denn Falsches bei mir eingebürgert und gefestigt, was jetzt für mich nicht mehr richtig ist? So, sagen wir es mal so. Falsch und richtig, ne? Es soll ja für dich richtig sein am Ende des Tages, ja? Und dazu ist es natürlich auch zu wissen, was für dich das Richtige ist, ja? Das darf man manchmal auch wirklich herauskitzeln, ja? Wenn man da so diese Mauern vor der Birne hat, ja, Troppen. Guck dir das an, genauso solltest du es machen. Du musst die Schmodder rausschmeißen und dir was Neues reinziehen. Ja, so sieht's aus, ja. Da brauchst du wirklich, du musst dein Mindset aufräumen, ja. Interessant. Und vor allen Dingen hier auch nochmal der Hinweis mit dem Timing. Das ist ein Prozess, ja. Dein eigenes Mindset umzustellen und neue Sichtweisen zu integrieren, das ist. Es grenzt natürlich an deiner eigenen Zurechnungsfähigkeit, in Anführungszeichen. Das möchte natürlich keiner in der Situation sein. Das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Es möchte natürlich keiner in der Situation sein, wo er denkt, dass er halt irgendwie nicht richtig funktioniert oder sowas, ja. Deswegen sei dir gewiss darüber, dass das nichts damit zu tun hat, dass du irgendwie, dass bei dir irgendwas schief läuft, dass du irgendwie blöd bist oder dass, keine Ahnung, irgendwas falsch läuft bei dir, sondern dass es einfach Programme sind, die sich bei dir gefestigt haben aus unterschiedlichsten Gründen, ja, aus unterschiedlichsten Gründen, die du einfach so akzeptieren darfst, aber merken darfst, aha, ich bin eigentlich doch viel schlauer als mein Verstand, als meine Programme. Und das ist nämlich der Punkt. Da sind wir nämlich ein Schrittchen weiter. Du bist ja eigentlich viel schlauer als deine Programme. Du kannst es nämlich reflektieren, dass es Programme sind. Und ich ja, sortiere jetzt aus, und zwar gezielt. Interessant. Sehr gut. Aber es ist ja natürlich auch ein Hinweis, wenn du das jetzt hier siehst und damit in Resonanz gehst, dass du auch in der Lage bist, das zu tun. Also, dass du an dem Schritt angekommen bist, dein Bewusstsein. Deine innere Wahrheit über deinen körperlichen, deinen Verstand, dein Erinnerungskonstrukt, dein Ego zu setzen. Also du bist in der Lage, aus deinem Ego herauszutreten und dich selbst zu reflektieren, ja. Und da kann ich nur sagen, 1000 Daumen hoch, ja, weil das ist für viele ein Kernthema. Und da du jetzt hier schon so stark aufgefordert bist, das zu tun, sehe ich das auch als absolut machbar für dich, das zu tun. Das kannst du nicht natürlich entscheiden, ob du das machen willst oder nicht, aber es sei dir da jetzt ans Herz gelegt, dies zu tun einfach, ja. So, jetzt sind wir im Schlafzimmer angekommen, quasi in deiner Liebesbeziehung, in der Romantik, und da kommt natürlich eine Glückskarte. Und sonst nichts. Es ist nur eine Karte gefallen, interessanterweise, obwohl wir hier ein Liebesthema haben. Und es ist hier die vollkommene Hingabe. Und das sagt ja wohl mal alles. Das ist Teilen, das ist dieses Equilibrium, das ist ja hier die zwei, die sich die Hände greifen. Ja, das ist genau das. Die vollkommene Hingabe. Bereit sein und sich zu entscheiden, ich möchte mich vollkommen einem anderen Menschen hingeben. Ich lasse die Kontrolle los. So, nun denn. Ja, wir haben die nächste Position des Sternenteleskop, also quasi wir sind die nächsten Zukunftstrends, ja.
Ja, what do you need to release? Ne? Hier, was muss raus? Welche Sachen müssen umgewandelt und umprogrammiert werden? Du sollst der Welt dein wahres Ich zeigen. Ja? Ah, das ist auch schön. Du und deine Lieben sind sicher. Ja? Das heißt, wenn du dich dieser Herausforderung stellst, ja, und wirklich sagst, okay, ich gehe dieses Wagnis ein, jemanden anderes nah an mich ranzulassen, ja, es geht ja um Nähe in dem Ding. Sei dir gewiss, dass du da sicher bist, zum einen, ja, ich glaube, das ist so der Hauptkonsens auch, und dass es auch sicher ist für den anderen, wenn du dein wahres Ich zeigst, ja. Also der andere, dass du den anderen nicht schädigst, umgekehrt gesehen, ja. Also ich will ja gar nicht unterstellen, dass du nur dich schützen willst, sondern dass du halt vielleicht einfach diesen Kriegesmodus einfach, das ist ja für jemand anders auch ein Modus, der den runterzieht und der den verletzt und sowas. Das ist ja für beide Anteile blöd, ja. Und sei dir gewiss darüber, dass wenn du aufmachst, dass du das, wenn du wirklich versuchst, ja, in einen guten Modus reinzugehen, an dir zu arbeiten und das auch wenn du das in Kauf nimmst, dass solche Situationen auftreten können. Das geht immer mehr bergauf mit der richtigen Einstellung, ja, und immer weniger bergab. Das heißt, es ist eine positive Entwicklung, schlicht und ergreifend. Und hier haben wir noch als letztes, sei kühn und mach den ersten Schritt. Also du darfst aus dir austreten, du darfst auf jemanden zugehen, du darfst deine liebevolle Essenz zeigen, weil ich denke mal, wenn du schon so ein kleiner Eisberg bist, wenn es dann die tiefen Schichten auf die tiefen Schichten zugeht, sage ich jetzt mal, wirst du wahrscheinlich auch in deinem Leben eher Menschen haben, die nicht unbedingt viel weitergehen, ja, oder dieses andere Extrem, die so zehren wollen, ja. Ja, Fakt ist, dass du, egal, wen du vor dir stehen hast, die ja den Mut haben darfst, auch den ersten Schritt mal aufzumachen, ja. Ja. Das war's. Ja, und das darfst du halt in diesem nächsten Zeitraum machen. Also es ist einfach nochmal so eine Bestätigung, dass das jetzt halt dran ist. So, was deine Überraschung ist, ja. Du wirst merken, jetzt fällt nochmal die Liebeskarte einmal, aber hier unten drunter. Mit dem Kräftemessen, ne? Und der, ja, mit der Qual halt auch, ja. Und diese ist auch schon so eine Gefangenschaft, ja. Das ist der hier, der. Du wirst merken, wenn du das mal rauslässt und mal wirklich in dieses Sprudeln versuchst zu gehen, dass du dich die ganze Zeit nur kontrolliert hast, ja. Das ist deine Überraschung daran, ja. Dass du die ganze Zeit diesen Modus aufrecht gehalten hast, diesen Stressmodus, der dich unten hält, der dich klein hält, ja, der dich richtig in Gefangenschaft hält, aus Angst natürlich, weil es ein Kräftemessen wegen zwischen der Qual und diesem Freudigen war irgendwo. Wenn du das loslässt und es einfach fließen lässt, wirst du merken, dass das unnötig war und dass es halt eben das auch war, ja. Und ja, du halt nicht in deinen Fluss gehen konntest. Also es ist so eine Erkenntnissache, die dich überraschen wird. Und wunderschön. Was wirst du denn ernten? Das ist jetzt hier so der letzte, die letzte Position ist dein Garten, dein Blühen. Was wirst du ernten? Und das finde ich der Hammer, ja. Das zum einen fällt hier in dem Deck ist es das Gericht, ja. Und da siehst du auch wirklich, also so wie ich das jetzt wahrnehme, ist es der Typ, der so ein Schuss auf sein Spiegelbild passiert oder ist halt zerbrochen, sagen wir es mal so. Und ich empfinde das so, dass hier, das hier gemacht worden ist, ja, also diese Umwandlung des Mindsets, dass dein altes Ego, dein Panzer, durchgeschossen worden ist. Und tada, du kommst in die Stabilität, ja, in die Wurzeln, in die Erdung mit deinem liebenden Mann. Also mit der väterlichen, mit der stabilen, gelassenen, ruhenden, liebenden und sehr gebend fühlenden männlichen Energie, dass du das geben kannst, du willst teilen, du kannst geben, ja. Wow, ja, und das ist dann dein Ergebnis, wenn du das machst. Wunderschön. Gut,
Das war's an der Stelle, mein lieber Löwe. Du darfst ja, dich einfach nur öffnen für die wahren Gefühle und das ist doch mal eine Message. Ja, das ist die Message der Messages. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude dabei. Sei mutig und reflektiere dich gut. Beziehungsweise lass einfach neue Gedankengänge zu. Ich glaube, das ist das, was hier durch will. Ja, nee, genau das ist es. Deswegen wollte das Wort auch gerade nicht raus. Reflektiere dich nicht so sehr, sondern lass einfach neue Informationen rein. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Das wollte jetzt hier irgendwie noch gesagt werden. Ja, genau, das hatten wir ja mit der Reflexion, dass dein Verstand dir da so ein bisschen im Weg steht, tatsächlich mit deinen Bewertungen. Also reflektiere dich nicht, sondern lass einfach andere Wahrheiten rein. So, so könnte man es jetzt mal belassen. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, mein lieber Löwe oder Löwin, wie auch immer. Mach's gut und alles Gute für dich. Ciao.